Hi, ich bin der Julian, ich bin 23 Jahre, komme aus Landshut, das ist in der Nähe von München in Bayern und ich erzähle euch jetzt, warum ich der perfekte Wildcard-Kandidat bin. Warum bin ich der perfekte Wildcard-Kandidat? Ganz einfach, weil ich bin. Ich war 2 Jahre bei der Bundeswehr, habe so viele Fähigkeiten eignen können, wie überlebe ich im Wald, wie mache ich Feuer, wie baue ich ein Shelter, habe Willensstärke gezeigt, weil wir extreme Marsch hatten. Beispiel, wir hatten einen 60 Kilometer Marsch mit voller Ausrüstung, mit voller Montur. Da bin ich einmal zusammengebrochen, bin dann wieder zu mir gekommen und bin weiter marschiert, weil meine Kameraden gesagt haben, komm Julian, das ziehen wir durch. Danach bin ich in den Rettungsdienst gegangen, wo ich jetzt mittlerweile über 5 Jahre arbeite. Dieser Job zeigt, dass ich mit jeder Situation klarkomme, dass ich alles sehen kann und mich nicht vor nichts ekle, dass mit Kollegen klarkommen in besonderen Situationen, die man vielleicht noch nicht lange kennt, die man vielleicht ein paar Minuten davor kennengelernt hat. Und das sind meiner Meinung nach perfekte Voraussetzungen mit dem perfekten Wildcard-Kandidaten. Hey Leute, ich bin Lukas und ich habe den Julian auf die Idee gebracht, hier bei euch bei 7 vs. Wild mitzumachen. Und das ganz einfach wegen 2 Gründen. Punkt Nummer 1. Julian ist der zielstrebigste Mensch, den ich in meinem Leben kenne. Wenn der sich was in seinen Kopf reinhaut, der zieht das bis zum Ende durch. Egal wie schwer es ist, egal welche Hürde er überwinden muss. Er wird einen Weg finden und der zieht es bis zum Ende durch. Punkt Nummer 2. Ich kenne jetzt den Julian schon so lange. Ich bin mit ihm durch dick und dünn gegangen. Wir haben die größten Abenteuer zusammen erlebt. Und eins kann ich euch sagen, der Typ kennt keine Angst, außer eine, und das ist Flugangst. Das heißt, ich denke, für ihn wird die größte Herausforderung der Flug nach Kanada. Wenn er das schafft, dann steht ihm nichts mehr im Wege, die 14 Tage durchzuziehen. Hi, ich bin Chrissy und ich nenne euch jetzt Gründe, warum Julian der perfekte Kandidat für 7 vs. Wild ist. Nummer 1. Ich weiß nicht, wie man freiwillig sein Geld für Survival-Zeug ausgeben kann oder für einen riesen Notfallrucksack in seinem Auto nur, um Leuten helfen zu können, falls mal die Situation eintrifft. Aber er macht es gerne, er interessiert sich dafür. 2. Er ist einfach everybody's darling. Jeder mag ihn, er ist lustig, mit ihm kann man Spaß haben, mit ihm kann man lachen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich bin der Ben, ein sehr guter Freund von Julian und ehemaliger Bundeswehrkamerad. Deswegen ist, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner hier, warum der Julian bei 7 vs. Wild mitmachen soll. Punkt Nummer 1, wie gesagt, wir waren bei der Bundeswehr. Das bedeutet viel Aktivität, wir sind viel draußen, Kälte, Wärme, alles, was dazugehört. Wir hatten viele, viele Märsche, tagelang wach, ohne Essen oder wenig Essen. Und es gab immer diese eine Person im Zug, die komischerweise immer gute Laune hatte, immer Bock hatte und irgendwie immer Spaß an all dem hatte, das war halt Julian. 20 Kilometer Marsch, Julian mit einem riesengroßen Lächeln ganz vorne mit dabei. Deswegen ist er, glaube ich, genau der richtige Typ dafür. Punkt Nummer 2, Julian ist einfach ein mega geiler Typ und ich glaube, diese Herausforderung 7 vs. Wild steht auf jeden Fall auf seiner Liste, die er unbedingt erledigen muss und er passt auch einfach 100% da rein. Deswegen seid ihr mit Julian auf jeden Fall am richtigen Mann. Ich habe lange überlegt, was ist, könnte ich als Challenge machen, was hat ein Julian noch nie in seinem Leben gemacht. Und habe überlegt, vielleicht etwas Passendes zur Thematik finden, denn in Alaska bzw. in Kanada gibt es leider keinen Kühlschrank, wo ich mal kurz hingehen kann und sagen, ich esse das, sondern man muss einfach von dem leben, was die Natur einem gibt. Ja? Und ich werde euch beweisen, dass ich mich vor nichts ekle, dass ich fast alles essen kann, werde ich auch ebenso beweisen vor Ort. Und zwar esse ich diesmal für meine heutige Challenge Durstramming. So Leute, es ist soweit, hier kommt die Challenge, ja? Da ist das gute Ding. Das versuchen wir jetzt, oder ich gebe mein Bestes, sagen wir jetzt mal, ein bisschen, so oder so viel es geht, zu verspeisen. Und die erste kleine Herausforderung wird, mit diesem nostalgischen Gerät, die Dose zu öffnen. Wir gehen die Sache mal ran hier, ne? Ich bin kontaminiert mit dieser Soße. Dieses Ding einfach aufzukriegen, weil das funktioniert mit diesem Gerät nicht. Spritzgefahr. Bitte nicht nachmachen. Wir haben es jetzt weitestgehend versucht, also ich habe weitestgehend versucht, das mit allen möglichen Geräten, die mir gerade zur Verfügung stehen, irgendwie zu öffnen.
Ich weiß nicht, ob man das zensieren muss. Wir haben den Fisch draußen. Ich werde das abbeißen. Und dann ist, glaube ich, vorbei. Es steht mir schon ein bisschen oben. Ich versuche es abzubeißen. Ich gebe wirklich mein Bestes. Aber ich weiß nicht, weil der ganz roh ist, ob ich den abgebissen krieg oder ob ich kotzen muss. Aber jetzt haben wir es bald. Problem an der Sache ist, der Geschmack ist drin. Du solltest vielleicht mal ein bisschen kauen. Geht nicht. Ich lerne draus, man soll nicht alles essen. Und es kann ja sein, dass man 14 Tage dann ohne Essen überlebt, bevor man das essen muss. Aber man kann es ja so sehen, ich habe die Challenge geschafft, dass man mit diesem Gerät diese Box weitestgehend aufgemacht hat und ich vollständig kontaminiert worden bin. Vielen Dank. So, mein bester Freund hat gesagt, nee Julian, das geht so nicht. Und er hat gesagt, ich muss wenigstens abbeißen und das Ding mindestens eine Sekunde in meinem Mund lassen. Wir versuchen es jetzt, da ist das besondere Exemplar. Abbeißen und Mund lassen. Mach die Scheiße nicht nach. Boah. Dann wird's weiter.